Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Engineers Staffel 2. Wir waren gerade dabei, genau, Erdgeschoss alles zu bauen. So, der Keller ist dann hier, dann müssen wir auf jeden Fall noch den Claim-Block hier reinsetzen. Wir sagen die letzte Ecke. Passt da ganz gut hin. Weil hier eventuell das Umgebungsgelände ein bisschen abflachen sollten vorher. Natürlich kann ich dagegen hauen. Sonst machen wir den auch kaputt. Nicht ganz mein Banner, aber okay. Ja, das Ausgraben können wir, glaube ich, dann später machen. Das Headset einmal richten. So. Das habe ich schon mal geschafft. Den Kellereingang machen wir dann am besten auch hier hinten in die Ecke irgendwo. Nehmen wir mal hier so hin. Damit der oben nicht weiter stört. Und auch nicht direkt im Eingangsbereich ist. So. Dann machen wir direkt den Holzfußboden. Wobei wir müssen noch einmal die Säule noch freischalten, denn die Säule, die eine Ecke dann nicht mehr so merkwürdig aussieht. Die Säule selbst kostet, glaube ich, nicht allzu viel. Gucken wir mal. Da haben wir sie. Zwei Steine. Geht eigentlich. Den schon freigeschaltet. Kostet, glaube ich, nur ein Stein, wie ich hier noch. Genau, ein Stein, ein Stick. Also nicht gerade teuer. So. Wenn das quasi eine zur Wand ist. Okay, haben wir die Treppe, haben wir jetzt das, haben wir soweit alles drin. Kommt als nächstes, wie gesagt, der Fußboden. Der wird ein bisschen umbackt. Die Sticks reichen dafür aber, glaube ich, auch nicht komplett. Da ein Stück, komm, da ein Stück, da ein Stück. So. Und hier noch ein Stück Holzboden, keine Sticks mehr. Ja, das war klar. Können wir auch eigentlich direkt den Stein hier einlagern erstmal. Jetzt kommt wieder die Clique ganz viel. So. Kann man Kürbis essen. Der Nahrung nicht allzu schlimm aus, wie es geht hier am Ende. Na, komm hoch, so. Dann einmal die Nummer 6. So. Es nimmt langsam Form an. Müssten aber mal die billige Axt durch die gute Axt ersetzen. Weil die normale Steinachse, die ist, braucht ein bisschen länger für alles. Die richtige Axt ist da um einiges besser. Dann nehmen wir mal ein Stück Stein hier raus. Zwei große Steine. Komisches Rezept, aber naja. So, nehmen wir dich mal raus. Die Armbrust kostet zwei kleine Steine. Brauchen wir aber auch noch nicht. Laden wir euch mal alle hier erstmal ein. Mit dem Sortieren der Multiplayer ist echt ein bisschen komisch. Naja. Funktioniert halt nicht so gut. So, mal die Axt. Den Rest brauchen wir erstmal nicht.
Die abgefallenen Blätter sind nämlich nur halt quasi einmal zu aufgauen. Die sind Feuerholz fürs Lagerfeuer. Das brauchen wir aktuell nicht. Na komm, geh kaputt. So. Da wir aktuell noch nicht groß kochen, da wir auch nichts haben zum Kochen außer Kürbisse. Ich glaube, Kürbisse haben auch noch gar kein Kochrezept. So, machen wir ein bisschen Timber. Wieder schön viele Klicke hier. Das ist einer zu viel. Holzbrunnen kostet jeweils 2. Legen die Stöcke mal eben weg. Da wir Platz haben. Ich muss das Banner auch dringend ändern. Das stört mich nämlich irgendwie. Das Bannerbau-Ding. Da, das Bannerbau-Ding. Die Banner-Workstation kostet 4 Zimmer, 4 Sticks. Die nehmen wir direkt mal raus, würde ich sagen. Können wir die eigentlich in den Keller klatschen? Ne, sieht nichts aus. Schade. Dann tun wir es halt erstmal draußen hin. Können wir unser. So habe ich aber nicht platziert, Kollege. Können wir nämlich gleich erstmal unser Banner ändern. So. Okay, das war ein kleiner Server-Leck, den man gesehen hat. Okay, ein kleiner Server-Bug, wurde er gesagt. Müsste man eigentlich gleich. Nach dem Baum müsste eigentlich genug haben. Dann nehmen wir das ja kommen mit. Ups. So. Dich nehmen wir mit, dich nehmen wir mit. Ich hau mal einmal zu oft. Da ist voll, ja, genau deswegen, dass das soll gar nicht immer liegen. Weil das klumpt nur ohne das Inventar voll. So. Gut, machen wir noch mehr Timber. Inventar kein Platz, ist klar. So, das müsste dann Timber, aber das müsste reichen. So, Sticks haben wir erstmal genug, würde ich sagen. Timber, hoffen wir mal, dass es reicht. Aber ich denke ja mal schon, weil allzu viel ist ja für die Etage nicht gerade drin. Machen wir erstmal das Ding hier fertig, würde ich sagen. So. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Können auch Sterne drauf machen. Die sind für Leute, die das Spiel vor dem Planeten-Update gekauft haben, glaube ich. Und die finde ich nicht so schön. Das mit dem Pattern, dann nehmen wir das, wollte ich immer nehmen. Soll die Farbe aber. Falsche Richtung. Wir werden ins Dunkeltürkis gehen. So. Das Muster nehmen wir mal. Nehmen wir das. In weiß und die obere Seite machen wir dann. Rot sieht nicht so gut aus. Wir sagen, in grün können wir das eventuell machen. Dann war es ein eher dunkles Grün. Oder wir können auch ein ganz helles Grün nehmen. Ne, sieht scheiße aus. Ja, so ein etwas dunkleres Grün. Ein Wert von 48, das passt. Sieht auch schon besser aus. Ah, das Grün sieht scheiße aus. Bin eigentlich kein Grünmensch. Machen wir das einfach schwarz. So, sieht besser aus. Gut, fangen wir mit den Bauern an.
dann zwei Timber pro Bodenstück, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Dürften wir weit mitkommen, den 44, also relativ weit. Ich kriege dort irgendwie ein bisschen Stuss, habe ich das Gefühl. Irgendwas ist irgendwie... Naja. So bin ich halt. Ich hätte vielleicht nach der letzten Folge mal so einen kleinen Test machen müssen mit dem Serververlassen, wie wir da drauf kommen. Ob auch alles schön speichert. Es wäre nämlich recht mies, wenn Leute drauf kommen, eine Stunde bauen und dann alles weg. Beziehungsweise ich jetzt schon eine halbe Stunde rumbauen und dann alles weg, wenn ich so schon. Und jetzt ist es auch offiziell unser Areal. Contested 0, zack. Und das geht in einer weniger als einer Stunde, läuft die Zeit davon auch ab. Wir kommen natürlich auch nicht dran. Sehr schön. Ups, so. Können nämlich jetzt hier auch zum Beispiel Besitzer und Namen, können zum Beispiel den Besitzer ändern, wenn wir wollen. Können das Areal benennen. Wir können auch die Respawn-Option machen. Dass zum Beispiel nur Leute, die Respawn können, die zu unserem Haus gehören, die unsere Schlüsselgruppe haben oder halt mit allen Spielern. Ich habe eigentlich gesagt, nur für mein Haus hier zum Respawn haben. Wir können auch die Share-Option, das heißt, wir können Leute zum Beispiel, wir wollen es mit unserem Haus teilen, wir wollen es mit Leuten Schlüssel, aber auch mit unserem Haus. Wobei nicht mal mit denen, mit gar keinem will ich teilen, das ist hier mein Areal. Und halt Steuern zahlen. Man kann nur mit Sachen bezahlen, die man halt sammeln kann, also nicht mit Ausrüstung, Werkzeugen oder so. Und da habe ich festgestellt, dass Fleisch recht viel. Ich glaube, ein ganzer Stack mit 30 Fleisch gibt, glaube ich, irgendwie 10 Stunden oder so. Sehr viel die Zeit. Anzumerken ist, dass der Server nicht läuft, wenn keiner drauf ist. Das heißt, theoretisch müsste diese Zeit weiter einbehalten werden. Aber kann halt sein, dass ihr nicht drauf seid, andere Leute spielen, deswegen da erstmal so weit dran machen. Wie viel bringen denn 5 Timber? Interessant. 1 Stunde 15 Minuten. Nicht sehr viel. Muss man auch noch ein bisschen erhöhen. Du warst fertig, sehr gut. Müsste von der Grundfläche sogar locker ausreichen. Ich bin jetzt alleine hier. Für meine Basis reicht das. Kleine Hütte nebenan vielleicht. Also vielleicht so ein... Ja gut, ein Lagerhaus brauche ich nicht. Immer hier einen Keller. Mit genug Lagerraum. Beziehungsweise genug Stauraum. Von daher... Das ist sowieso aus mit dem Spawn hier, weil wenn man die so platziert, wie ich das hier habe, dann kann es sein, dass ihr quasi in dem Block drin spawnt. Und das ist nicht gut. Deswegen habe ich das ausgemacht, damit nur halt ich hier spawnen kann. Im Allgemeinen sollte man ein Bett bauen. Das ist simpler und einfacher. Und man kann nicht durch Wände glitschen. Oder durch die Welt fallen, das war schon passiert. Deswegen ist halt nur für mich, damit hier keiner irgendwie in den Wänden spawnt und... Irgendwas kaputt macht von mir. Das wäre nicht so gut. Ist ja hauptsächlich so ein PvE-Server quasi. Also, ne? Kein PvP-Verbot. So ist das nicht gemeint, aber halt hauptsächlich für Leute, die bauen wollen. Ist der Server gedacht. Das wäre exakt genau... Also genug Timber gewesen für den ganzen Fußboden. Hier sogar ein bisschen mehr. Sehe ich gerade. Sogar 2 Timber mehr.
Gucken wir erstmal, ob wir hier noch so alles an Steuern reintun können. Wie viel Timber haben wir noch? Wir haben noch insgesamt 4. Viele sind nicht. Könnten wir ganz viele Stöcke sammeln. Können wir auch herstellen, von daher ist das nicht mal so schlimm. Kann auch Hirsche jagen, aber ich sehe gerade aktuell keine Hirsche. Und allgemein brauchen wir dafür auch dann die Armbrust. Weil die halt recht gerne wegrennen. So, gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Wie viel genau 15 Sticks bringen. Können wir nochmal ein paar Pilze mitnehmen. Eventuell sind die auch was wert. Das noch mehr. So. Dann gucken wir mal. 15 Stöcke bringen uns genau eine Stunde. Ist nicht sehr viel. 8 Pilze bringen uns 3 Stunden 20 Minuten. Für 8 Pilze. Nicht schlecht. Ein paar davon einzahlen, ob halt hier 8 Stunden noch das reicht. So, dann hat der Fußboden da immer drüber. Und damit ist dann auch schon mal, ja, der Keller zugemacht und der erste Fußboden drin. Dann bis zum nächsten Part.